So, hallöchen Leute, willkommen zurück zu Pokémon Cyan. Ich weiß nicht, warum ich gerade eben im Team war. In der letzten Folge haben wir uns hier auf die Seeroute Richtung Sienna-Wüste begeben. Und ich hoffe mal ganz stark, dass sie nicht so lang ist, dass wir die Wüste heute noch erreichen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da finden werden. Oh, die AP werden knapp, sehe ich gerade. Ich bin gerade etwas mit den Nerven fertig, deswegen es kann sein, dass ich etwas erschöpft klinge, aber ich hatte gerade ein LOL-Spiel, das über eine Stunde ging und das haben wir dann am Schluss verloren und das war traurig. Und ich habe gelernt, ich kann Ribbon nicht spielen. Auf jeden Fall ging es ungefähr dreimal so lang wie normale LOL-Spiele für alle, die keine Ahnung von LOL haben. Und ich bin gerade etwas fertig mit den Nerven. Gut, konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel, es tut mir leid. Das ist halt praktisch, weil Leafy hier gerade so alles durchschreddert. Ich muss halt, wenn wir irgendwie die Möglichkeit dazu haben, die anderen Pokémon im Team auch trainieren. Das wäre vielleicht von Vorteil. Ach, auf dich war Rasierblatt gar nicht sehr effektiv, gell? Weil du Unlicht oder so als Zeiten oder Stahl. Ich schätze, eins von beiden wird es als zweiter Typ haben. Es sieht nach Unlicht aus, aber von den Attacken her könnte es genauso gut Stahl sein. Wie das mit der Effektivität aussieht, habe ich gerade gar keine Ahnung. Woo! Das ist ein guter Kommentar zu meinem... Oh, in dich bin ich voll reingerannt. Egal! Hier geht's auch zur Pokémon-Liga. Alles klar. Schön, dass du uns sagst. Ich hoffe, deine Pokémon sind nicht auf dem Niveau von Pokémon der Top 4. Glücklicherweise nicht. Sehr gut. Hier muss ich wieder mit dem Blütentanz ankommen, weil ich will dich one-hitten. Das ist die einzige Argumentation dafür. So, Level Up für Leafy, wunderbar, Level 44 schon. Oh, und der hat Muschas. Muschas ist auf jeden Fall one-hit down. Und dann wird ihr vielleicht noch, keine Ahnung, ein Zepa haben oder so. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass Leafy nicht verwirrt wird. Es wird eh verwirrt. Er hat ein Schaf und dann bräuchte ich eh einen Blütentanz. Ah, natürlich. Weißt du, die Wahrscheinlichkeit... Es ist ja so, dass es nach zwei oder dreimal verwirrt ist. Und es hat bis jetzt prinzipiell was jedes Mal nach zweimal verwirrt. Also ich meine, please... Dankeschön. Und ich meine, ich spiele jetzt nebenbei gerade noch Pokémon Diamant. Und wenn ich da so das RNG mit dem hier vergleiche, please. Da hat man einfach viel mehr Glück. Aber gut, ich will mich ja nicht beschweren. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte wilde Pokémon, das wir uns auf der Route begegnet. Der scheint die Random Encounter-Zahl runtergenommen zu haben. Oh, endlich ein Trainer! Ich warte hier schon die ganze Zeit zu kämpfen. Ja, dann solltest du dich vielleicht nicht... Solltest du vielleicht nicht mitten im Meer warten... Oh, Aquana! Solltest du vielleicht nicht mitten im Meer warten, sondern... Ich weiß ja nicht, aber in der Nähe ist so eine Stadt, da gibt es so ein Stadion, in dem kann man kämpfen. Was hast du denn für eine Spezialverteidigung, Aquana? Und Lehmbrühe ist zum Glück nicht sehr effektiv. Beziehungsweise Leafy hat ja eigentlich auch eine ganz gute Verteidigung, glaube ich. Also Spezialverteidigung, nicht Verteidigung. Ich weiß es nicht, wie Leafy... Ich sollte mal gucken, wie Leafys Werte eigentlich sind. Was? Ich wollte gewinnen. Ja, da hast du wohl stundenlang darauf gewartet zu verlieren. Und Sack zu kriegen. Und wir sind in der Sienna-Wüste. Sehr schön. Okay, hier kommen wir nicht außen rum. Was hast du uns zu sagen? Willst du etwas über die Geschichte der Sienna-Wüste hören? Du magst überrascht sein, aber... Früher... aber das ist eins der ersten bewohnten Gebiete in Cilia. Diese Insel war die erste, die entdeckt wurde. Und die Stadt wurde dann um die Wasserquelle herum gebaut. Natürlich... natürlich wurde die Stadt von vielen verlassen, nachdem mehrere komfortablere Städte gegründet wurden. Die konstanten Sandstürme machen es ziemlich hart hier zu leben. Aber hier scheint es eine Stadt zu geben. Offensichtlich.
Okay, du bist dein Trainer. Komm, wir lassen seinen Kampf haben, meine Gesteinstypen werden dich überrollen. Ich mag die Palmen-Sprites, achtet da mal drauf. Die sind echt schön. Und er hat einen Geowatz. Die scheinen Gesteins-Pokémon zu haben. Ich werde danach mal Ding an erster Stelle tun. Auch wenn Leafy hier auch was tun könnte, aber ich werde jetzt mal... Ich weiß nicht, soll ich Rocky... Ich sollte ihm auch den EP-Teiler wiedergeben. Der EP-Teiler ist halt immer noch auf dem PC. Richtig unklug vom... Ach, wow, da unten entdeckst du mich. Der EP-Teiler ist halt immer noch auf der Bank. Ich wollte mein erstes Pokémon im Team wechseln. Wow. Ich denk wieder mit. Ich bin Intelli-Klugi-Schlau. Ah, der Sandsturm könnte durchaus Probleme machen. Ich vergifte es mal und stall jetzt mal ein bisschen mit Synthese. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Oh, Überroller, glaube ich. Überwurf, ich weiß es nicht. Wie heißt diese Attacke im Deutschen? Und... Ah, doch, es wird vom Sandsturm getroffen, okay. Aber ich glaube, ich habe mehr Schaden gekriegt. Das ist unfair. Der Sandsturm ist gescriptet. Der macht mir mehr Schaden als die Gegnern. Wow, das war keine gute Synthese, Leafy. Das war keine gute Synthese. Das war so... Effekt der Synthese gleich null. So, was kann ich denn einwechseln? Ich glaube, mit Rocky könnte ich hier ganz gut stallen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Ja, Rocky sollte das regeln. Rocky wird sterben. Ich dachte mir so, ja, Rocky kriegt keinen Schaden durch den Sandsturm. Es sollte ganz gut sein, aber ich habe nicht dran gedacht, dass Rocky eine Kampfschwäche hat, weil es ja ein Gesteins-Pokémon ist, kein Boden-Pokémon. Ich bin so schlau. Kann sein, dass Rocky überhaupt keine Verteidigung hat. Ah, komm, Krabhammer. Wenn schon, dann richtig. Wow, dieses Mashok macht uns Probleme. Nimm einen Level Up für Leafy. Noch eins. Und ein Ding, ein Mankey? Nee, Rassaf. Ich glaube, Mankey heißt auch im Englischen Mankey, oder? Warum ist es Level 1 und 4? Die sind alle schon so hoch. Ich sollte nach der Folge wieder leveln gehen, auf jeden Fall. Kreuzhieb ist zum Glück nicht sehr effektiv. Was? Ich meine... Was? Es war sehr viel Schaden. Gut, es war ein Crit, aber trotzdem. Er hat noch einen Mashok. Vogel, komm. Das ist mir jetzt... Wenn es irgendwie Felswurf kann oder... Kann Mashok überhaupt Felswurf lernen? Ach, ich sollte die Klappe halten. Ich hab doch keine Ahnung von diesem Spiel. Ich könnte Aeroas... Ja. Natürlich überlebt es das. Das Vergeltung könnte wehtun. Ah... Ich sollte die Crits zählen. Komm, Waffles, schnapp dir die Erfahrung. Du musst eigentlich gar nichts machen, außer zugucken, wie der Sandsturm Mashok zerlegt. Und so, sehr gut. Waffles kriegt viele Erfahrungspunkte, sehr gut. Und Barry! Barry, du hast uns ganz schöne Probleme gemacht. Barry, ich mag dich nicht. Ein Hypertrank. Pokémon Center wäre mir jetzt lieber, ehrlich gesagt. Ah, hier gibt's wilde Pokémon. Was gibt's denn hier? Sandan. Wie kreativ. In einer Wüste. Gibt es Sandan. Okay, ich, sollte mich nicht beschweren und Leafy ganz schnell mal den Hypertrank geben, den wir gefunden haben. Ja, wir haben ja noch vier. Sollte klar gehen. Dann lasse ich halt doch Leafy vorne. Ich meine, macht das jetzt so einen großen Unterschied? Du wärst... Ah, dir, dich kann ich ausweichen. Dir kann ich ausweichen. Sehr gut. Was bist du?
Stegrump, ein Stegosaurus. Ein Stegosaurus. Ist cool. Es ist Joey mit seinem Ratzfratz. Nein, es ist nicht. Aber er hat den gleichen Sprite. Ah, oh, es geht gerade so langsam vorwärts, Leute. Warum hast du in Luxio? Du weißt, dass es hier Boden-Pokémon gibt und die sind sehr effektiv auf dein Luxio. Ich würde prinzipiell nicht mit einem Luxio in die Wüste gehen. Aber jedem das Seine. Ah, doch, das macht doch ganz gut Schaden. Und das dürfte uns nicht viel Schaden machen, ja. Solange es nicht paralysiert, ist, glaube ich, alles gut. So, Sandsturmschaden, auch gut. Oh, noch ein Rasierblatt. Und Luxio sollte down sein. Sehr schön. Und er hat Raichu. Habe ich irgendwas dagegen? Nee. Gut, Levi. Schafft Blütentanz Raichu zu one-hitten? Das ist ein sehr lustiger Raichu-Sprite. Just saying. Ich glaube, der ist selbst gemacht. Warum hängt dein Ohr in deinem Auge, Raichu? Guckt euch Raichus Ohr an. Es hängt in seinem Auge drin. Das verstört mich. Das Auge ist aus meinem... das Ohr ist aus meinem Auge gewachsen. Reicht das? Kommt schon, es muss reichen. Nein! Oh, please! Das heißt, ich muss jetzt Leafy auswechseln, weil es eh wieder verwirrt sein wird. Weil natürlich dieser eine Angriff nicht gereicht hat. Komm, Waffles, zeig mal, was du drauf hast. Es wird so drauf gehen, armes Waffles. Rip Waffles. Jetzt, wo ich ein Pokémon hätte, auf das Leafy sehr effektiv ist, muss ich Leafy auswechseln. Sehr gut. Crunchy. Crunchy, crunchy ist. Der Sandgrab dürfte auch wehtun. Oh, Mann! Wir kriegen gerade ziemlich auf den Sack. Ich muss ein Pokémon Center suchen, weil das Problem ist, ich kann noch nicht offscreen trainieren, wenn ich nicht weiß, wo ein Pokémon Center ist. Weil ich werde sicher nicht den ganzen Weg zurückgehen. Natürlich geht die Attacke daneben. Und Schaufler. Kann Sandama Gesteinsattacken? Sandama kann sowas von sicher Gesteinsattacken. Ich brauche einen Plan. Ach, Leafy ist... Rip Waffles. Es war schön, dich gekannt zu haben. It did it. Against the Sandsturm. Und deswegen, meine lieben Freunde, ist das hier keine Nuzlocke-Challenge. Aus genau solchen Gründen. Wir werden aber nicht besiegt werden. Da habe ich was dagegen. Im Notfall habe ich Beleber, aber das sollte eh reichen, denke ich, ja. Sehr gut. Sandama. Geh weg. Darren, geh weg. Ich wurde vom Sand erblindet gemacht. Was bist du? Eisen. Ich hätte viel lieber die nächste Stadt. Da ist noch ein Trainer. Habe ich Supertrank? Ja, ich habe Supertrank, Sen. Und vielleicht habe ich auch noch sowas wie Äther. Aber um den nächsten Trainer kümmern wir uns später. Ich will aber noch ganz kurz, habe ich... ja, habe ich. Sehr gut, dass wir wenigstens Rasierblatt einsetzen können. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.